Momentan wird der Mensch wie eine Maschine gesehen. Letzten Endes nur der stofflich-körperliche, biologische Teil, aber wir sind eben viel mehr. Und das macht das Ganze ziemlich komplex. Die Medizin ist aber nicht an Komplexität interessiert. Das ist das ganz große Problem. Schon lange, schon ganz, ganz lange, schon mehrere hundert Jahre ist man in der Medizin sehr mechanistisch, reduktionistisch unterwegs. Das heißt, man sieht den Menschen von einer sehr, sehr vereinfachten Form ausgehend. Wie gesagt, der mechanisierte stoffliche Teil steht im Vordergrund. Und das ist gerade in der Covid-19-Krise für meine Begriffe ein Riesenproblem. Das ist ein Medizinskandal. Es ist die größte Krise der westlichen Medizin. Was auch immer sonst Covid-19 betrifft und bedeutet, da brauche ich mich eigentlich gar nicht mehr hinauszulehnen, weil mir reicht es schon, da habe ich genug zu tun, wenn ich mich mit der Frage auseinandersetze, warum ist es denn so ein Medizinskandal? Warum können wir das gerade in der jetzigen Zeit erkennen, dass unsere Medizin verroht ist, verkauft ist, den Menschen nicht menschlich behandelt? Ja, Corona deckt zunächst einmal auf. Professor Hockertz hat mir das kürzlich am Telefon erzählt. Er findet, Corona deckt auf. Wir sehen unglaublich vieles, was bereits da war, was unter der Oberfläche offensichtlich schlummerte. Und jetzt sind wir mit einer Situation konfrontiert, die uns zeigt, was in unserer Gesellschaft los ist, wie die einzelnen Menschen ticken, wie sie reagieren, wenn sie unter großem Druck stehen, unter Angst stehen, was da so alles passiert. Und die Medizin ist nicht gerüstet, mit dem umzugehen und reagiert immer mit der gleichen Bewegung. Lass uns testen, messen. Das Messbare ist das einzig Interessante in dem hier. Und lass uns vor allem impfen, ja, weil das ist ebenfalls ein stoffliches Werkzeug. Hat nichts mit Stärkung des Immunsystems auf einer anderen Ebene zu tun, sondern es geht darum, wie gesagt, ich kann immer nur wieder sagen, der Mensch wird wie eine Maschine gesehen und behandelt und das kommt gerade jetzt in dieser Zeit so deutlich hervor. Und ich bin Psychoneuroimmunologe. Das heißt, ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit Ganzheitsforschung am Menschen. Das heißt, wir verknüpfen in unserer Forschung das große Ganze, die psychosoziale Seite eines Menschen, seine Beziehungen, seine kulturelle Einbettung, die gesellschaftlichen Phänomene und bringen sie in Verbindung in der Forschung mit biologischen Aspekten, mit immunologischen Aspekten, also dem Stresssystem des Menschen, bis hinein in die Zellkernaktivität. Und da gibt es nicht nur eine Einbahnstraße von Psyche oder Sozialem hinein in das Immunsystem, sondern es gibt interessanterweise auch die umgekehrte Wirkrichtung. Das Immunsystem macht sehr, sehr viel mit uns in der Psyche, vor allem wenn das Immunsystem aktiviert wird. Wenn es infiziert, wenn es mit einer Infektion sich auseinandersetzt, dann werden wir anders. Das heißt, wir reagieren psychisch mit der Veränderung unseres Erlebens und unseres Verhaltens, wenn wir eine Infektion durchmachen. Auch sehr wichtig im Zusammenhang mit Covid-19. Denn wir können sehr, sehr viel Gutes für uns tun, wenn wir eine Infektion gerade durchmachen und können auch ganz, ganz viel Schlechtes mit uns tun während einer Infektion, sodass wir vielleicht eher auf der Intensivstation landen oder eher sogar an einer Erkrankung, an einer Covid-Erkrankung versterben, wenn wir uns nicht an die Verhaltensregeln halten, die uns das Immunsystem aufzwingt, wenn es mit einer Infektion sich auseinandersetzt. Ja, gerne beginne ich bei der Psychoneurologie aber mit der einen Straße, nämlich von sozialem, psychischen hinein ins Immunsystem, weil das ist sozusagen der Königsweg in der Medizin. Von hochkomplexen Aspekten der Gesellschaft und der Beziehungen, die wir führen, hinein in das Immunsystem. Und da passiert gerade mit uns etwas Dramatisches. Das heißt, die Covid-19-Krise zeigt sich in einem bestimmten Verhalten der Mächtigen, derjenigen, die offensichtlich auch sehr viel Geld an uns verdienen, indem sie uns Angst machen, Panik machen.
wie schlimm dieses Virus ist. Es geht vielleicht auch gar nicht darum, jetzt zahlenmäßig aufzudröseln, wie gefährlich Covid ist, sondern es geht jetzt wirklich darum, wie gehen die Menschen, die Verantwortung über uns haben, die meinen, Verantwortung über uns zu haben, die Regierungsmitglieder, die Medien und andere Bereiche, wie gehen die mit uns Menschen um im Zusammenhang mit dieser Krise? Und da beobachte ich sehr stark, dass uns Stress gemacht wird. Angst, Panik, interessant bei Kindern, die ja diese ganzen Zusammenhänge noch gar nicht verstehen können, die ja so sehr emotional reagieren und noch gar nicht verstehen, was da eigentlich passiert. Denen wird Angst gemacht. Und aus der Psychonormung, wie wissen wir, aus vielen Forschungen der letzten fünf Jahrzehnte, dass Angst, Panik, Stress, Belastung das Immunsystem in seiner Aktivität vermindert. Wichtig jetzt natürlich im Zusammenhang mit Covid, in welcher Aktivität? Und da kann man nur antworten, genau in der Aktivität, die wir eigentlich jetzt bräuchten, um mit dem Coronavirus, mit dem neuartigen Coronavirus fertig zu werden. Wir brauchen ein starkes, ein fittes Immunsystem und dann passiert auch nichts. Ja, wie die Zahlen zeigen, ein Großteil der Bevölkerung ist eigentlich vom neuartigen Coronavirus überhaupt nicht wirklich betroffen. Man hat eine leichte grippeartige Symptome, aber die wenigsten erleben hier schwere Erkrankungen und die Antwort ist ganz klar. Es geht um starke, fitte Immunsysteme, die vor allem die Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen bis zu einem bestimmten Alter, ich sage jetzt mal bis 50, 60, dürfte ganz wenig nur passieren und dann wird es kritisch. Dann beginnen offensichtlich diese Immunsysteme nicht mehr so stark zu sein. Sie dürften entsprechend aufgrund von Krankheiten oder aufgrund von Alterungsprozessen in Mitleidenschaft gezogen sein. Und dann wissen wir, dass diese Menschen durchaus auch gefährdet sind. Und man muss ganz besonders auf diese Menschen aufpassen, dass sie mit dem neuartigen Coronavirus nicht in Konfrontation kommen. Aber wie gesagt, ein ganz großer Anteil dieser unserer Bevölkerung a priori ist geschützt, hat ein gutes Immunsystem, davon können wir ausgehen. Das zeigen die Zahlen ganz klar. Und das Problem ist, dass aber mit einer Hammermethode über alle hinweg Angst und Panik verbreitet wird und wir davon ausgehen müssen, dass einige Menschen unter diesen gesunden, starken Immunsystemen psychisch stark leiden, aufgrund dieser Angst und Panikmache und wir dadurch genau in den Bereichen des Immunsystems, ich spreche hier von natürlichen Killerzellen, ich spreche von T-Lymphozyten und natürlich auch von anderen Immunbereichen, die werden verringert in ihrer Aktivität durch Stress, durch Angst, durch Panik. Und paradoxerweise werden nun Menschen, die eigentlich nur ganz locker mit diesem Virus umgehen würden, davon bin ich zutiefst überzeugt als Psychoneuroimmunologe, dass diese Menschen nun in Gefahr geraten und möglicherweise leichter infiziert werden, leichter krank werden und im schlimmsten Fall vielleicht sogar an einer Erkrankung sterben, weil sie durchaus so gestresst sind, dass ihr Immunsystem völlig am Sand ist. Ich würde sowieso so eine dritte Gruppe formulieren, neben den Vorerkrankten, also die eine immunologische Störung möglicherweise mitbringen oder auch den alten Menschen, die nicht mehr so ein fittes Immunsystem haben. Die dritte Gruppe wäre für mich auf jeden Fall die chronisch Gestressten und die finden wir in allen Altersgruppen wieder. Es gibt ja auch Menschen, die vor Corona bereits sehr viel Stress mitmachen. Ich rede jetzt von traumatisierten Menschen, ich rede jetzt von Menschen, die auch in Berufskontexten unglaublich viel mitmachen, sehr viel Belastungen haben. Ich würde vermuten, dass hier diejenigen lokalisiert sind, die schwerere Covid-Verläufe haben, obwohl sie nicht in die Altersgruppen passen oder in die Vorerkrankungen, die klassischen Vorerkrankungen, zu den klassischen Vorerkrankungen passen. Also es gibt einen Bereich in unserer Gesellschaft an Menschen, die durchaus schon Immunsuppressionen mitmachen, aufgrund ihrer schweren Stressoren, die sie in unterschiedlichsten Bereichen ihres Lebens durchmachen. Aber wie gesagt, die Angst- und Panikmache schafft neue Patienten, schafft neue gestresste, chronisch gestresste Menschen. Und je länger diese Covid-19-Krise dauert, desto größer ist das Stresspotenzial innerhalb der Gesellschaft. Und auch hier paradox, wir wollen irgendwann mal Menschen impfen, aber Impfungen funktionieren nicht mehr gut, wenn Menschen gestresst sind. Also auch hier sehr wichtig, ja, dass man das immer wieder berücksichtigt. Wir schaffen gerade einen Zustand in der Bevölkerung aufgrund dieses hohen Stresspotenzials,
wo dann die Impfungen noch nicht mehr so gut funktionieren. Also ein erneutes Paradoxon dieser Covid-19-Situation. Wenn man das Ganze jetzt nochmal spezifisch für bestimmte Altersgruppen anschaut, dann kann man gut zuerst mal die Kinder mit in den Blick bringen. Ich halte ja auch einige Reden momentan darüber und bin auch selber sehr, erstens mal bin ich natürlich betroffen. Ich bin Vater von zwei Kindern im Alter von 9 und 14 und sehe in diesem Fall aber privilegierte Kinder, wo ich froh sein kann als Elternteil, dass die in einer Umgebung aufwachsen können, wo sie keine Sorge haben müssen, dass sie in Zukunft auf der Straße stehen. Aber es gibt leider sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche, die momentan ganz andere Sachen durchmachen. Ich spreche da ganz speziell den Shutdown und den Lockdown an im März. Den Lockdown, der uns übrigens wieder droht. Ja, auch hier wird kaum darüber geredet, was das eigentlich für Kinder und Jugendliche bedeutet, wenn wir wieder alles zumachen. Ein bisschen scheint ja schon darüber nachgedacht zu werden, dass man Kinder nicht einfach so von der Schule fernhalten sollte, weil das wirklich wesentliche Entwicklungsbereiche sind für Kinder. Das sind nicht einfach nur Pauker-Institutionen, wo Kinder ungern hingehen, weil sie Schwierigkeiten haben im Lernen und in den Noten, sondern es sind Entwicklungsbereiche, wo Kinder lachen können, reden können, spielen können, sich umarmen können, tanzen können, vor allem im Kindergarten, aber natürlich auch in der Volksschule. Das heißt, wir haben hier ganz, ganz viel soziale Aktivität. Hier wird die erste wichtige soziale Aktivität, oder nach natürlich den ersten Jahren, aber schon fundamentale soziale Aktivitäten gelernt. Und wenn man die Kinder hier wegsperrt und sie sozusagen nicht in diese Institutionen lässt, sie auch noch auf ein Social Distancing bringt oder ein Physical Distancing bringt, das ist absoluter Blödsinn, ja, was Kinder betrifft. Also das heißt, wenn man hier sozusagen entsprechende Effekte setzt, dann kann man davon ausgehen, dass sich das ebenfalls im Immunsystem niederschlägt. Also auch hier Immunentwicklungsstörungen möglicherweise langfristig zu bedenken sind, gerade im Shut- und Lockdown bei Kindern, die möglicherweise vermehrt, und wir kennen schon erste Zahlen, dass hier Anstiege zu verzeichnen sind, wenn es um emotionalen, körperlichen oder sexuellen Missbrauch geht während der Lockdown-Zeit. Das heißt, diese engen Wohnungen, die drohende Gefahr, die Eltern, die ihren Stress und ihre Aggressionen und ihre Unzufriedenheiten, Depressionen und Angst dann eins zu eins auf die Kinder übertragen, das ist natürlich für Kinder fürchterlich und kann entsprechende schwere Schäden hervorrufen, langfristig. Ich sage immer, die Virusinfektion, es hat eine bestimmte Inkubationszeit von vielleicht ein paar Tagen, ja. Aber die psychische Inkubationszeit, also wenn irgendetwas Schweres passiert ist, eine traumatische Belastung, die hat eine Inkubationszeit von Jahren bis zu Jahrzehnten. Wir wissen heute aus der Forschung, dass wenn Kinder Schweres durchmachen, bereits im Mutterleib, das heißt auch schwangere Frauen, die unter existenziellen Problemen leiden, die schwere Auseinandersetzungen haben mit ihren Partnern, die möglicherweise auch einen Verlust zu beklagen haben, während in diesem Fall der Lockdown-Zeit, wenn die also schweren Stress durchmachen, das wirkt sich auf den werdenden Fetus aus. Das heißt, das Kind kommt auf die Welt mit bereits einer Störung des Stresssystems, mit ersten Bahnungen, Störungsbahnungen des Stresssystems. Und wenn jetzt nicht sozialtherapeutisch eingegriffen wird, psychotherapeutisch eingegriffen wird, wenn jetzt nicht sozialarbeiterisch etwas Positives passiert, dann kann man davon ausgehen, dass diese Verletzungen, die jetzt stattgefunden haben, und die natürlich erweitert ja auch eingebettet sind in weitere Verletzungen, also diese Mütter sind ja weiterhin unter Druck und unter Stress, dann können wir davon ausgehen, dass Kinder diese Traumatisierungen weitertragen in ihrer eigenen Entwicklung und schwere Funktionsstörungen des Immunsystems davontragen, Entzündungsanstiege im Jugend- und frühen Erwachsenenalter und im weiteren Verlauf auch eine erhöhte Gefahr ausgesetzt sind, schwere Entzündungserkrankungen zu entwickeln, viel früher als Menschen, die diese Traumatisierungen nicht mitgemacht haben. Und die Daten zeigen auch ganz klar, dass die Lebenszeit verkürzt ist bei Menschen, die traumatisiert sind. Und ich davor warne, dass man jetzt sehr, sehr aufpasst auf Kinder und Jugendliche in dieser belastenden Zeit.
dass man ihnen oder den Familien die Möglichkeit gibt, hier Entlastung zu haben, weil wenn es hier zu Traumatisierungen kommt während der Shut- und Lockdown-Zeit und im weiteren Verlauf, dann haben wir mehr Lebensjahre in Zukunft zu beklagen, als durch das Covid-Virus an sich hervorgerufen wurde. Also die Folgen, die Kollateralschäden auf der immunologischen Ebene, auf der körperlichen Ebene sind aufgrund psychischer Belastungen so stark, dass das möglicherweise noch viel mehr Tote in Zukunft hervorrufen wird. Also das ist sozusagen diese grässliche, schreckliche Situation, mit der wir es momentan zu tun haben. Und wir reden hier wirklich nur vom Ist-Zustand. Wir reden von der aktuellen Situation. Man muss nur sich überlegen, was das alles jetzt noch bedeutet in Zukunft. Die ganzen Existenzprobleme, die jetzt erst stattfinden werden. Noch ist alles abgepuffert. Noch hat der Staat dafür gesorgt, dass Schutzmaßnahmen da sind, dass Finanzhilfen gegeben werden. Aber die werden das nicht bis für immer sozusagen durchhalten können. Und irgendwann mal werden die Leute dann auf ihre eigene Existenz sozusagen auf sich zurückgeworfen sein, keine Jobs haben, der Tourismus ist kaputt, also schwerste existenzielle Sorgen haben, und das hat natürlich furchtbare Konsequenzen psychoneuroimmunologisch, weil das letzten Endes, wir wissen, Depressionen, Angsterkrankungen geht immer mit auch zum Teil schweren immunologischen Störungen einher, die dann wiederum die schweren Erkrankungen hervorrufen. Also das Ganze hängt zusammen. Wir können nicht einfach Biologisches oder Somatisches, Körperliches vom Geist trennen, von der Psyche trennen. Wir müssen es immer zusammendenken, und wenn wir das tun, dann ist das, was in den letzten Monaten passiert ist, ein Skandal. Das kann man ganz klar sagen. Es wurde viel zu wenig darauf geachtet, dass Kinder geschützt werden, an ihren Entwicklungen nicht gehemmt werden, dass Erwachsene geschützt werden, auch alte Menschen, ich denke da gerade natürlich an die Altersheime, wo man schnell gesehen hat, durch diese schweren Quarantänebedingungen, durch diese Abspaltung der Gesellschaft von den Alten, dass die vereinsamen, dass die in Situationen kommen. Also das ist würdelos. Ja? Es ist würdelos, sowohl für den alten Menschen im Altersheim als auch für die Familien, die sich zum Teil gar nicht verabschieden konnten von ihren Verwandten. Das sind alles Dinge, die werden nie mehr gut zu machen sein. Es sind Festivitäten nicht möglich gewesen, es sind Riten konnten nicht stattfinden, Kirchgang ist verboten. Also es sind so viele unsinnige Dinge passiert in den letzten Monaten, wo ich mich wirklich frage, wer schafft so etwas an? Und da mache ich die Medizin verantwortlich an allererster Stelle, weil die Medizin hat hier eine gute, ganzheitliche Medizin zu bieten, hat von verschiedenen komplexen Bereichen heraus zu argumentieren und nicht mit der Hammermethode einfache, wenig komplexe Ratschläge zu geben und sie letzten Endes von den Regierenden und den Medien exekutieren zu lassen. Also die Medizin steht für mich im Fokus meiner Kritik. Alles andere kann ich nachvollziehen im Sinne von Regierungen, die natürlich an der Macht bleiben wollen, Medien, die ihre Journals verkaufen wollen. Aber die Medizin hat nichts zu verkaufen. Hier geht es nicht um Ökonomisierung, hier geht es nicht um Rechthaberei, hier geht es nicht um Vereinfachung von Komplexen, sondern hier geht es um eine neue Medizin, eine Ganzheitsmedizin, die uns mit Sicherheit in dieser Krise besser gestanden wäre als diese einfachen Herangehensweisen, wie ich sie von Virologen aus Deutschland, Namen kann man gerne nennen, ich finde Drosten, Wieler, vor allem Lauterbach, der auch noch die politische Seite abdeckt, die müssen für meine Begriffe zur Verantwortung gezogen werden. Es ist eine Katastrophe, wie die sich in den Medien, bedient haben und ihre vereinfachten Weisheiten von sich gegeben haben und damit mit Sicherheit unglaublich viel Elend verursacht haben. Nicht nur in Deutschland, durchaus auch weltweit, die werden auch dort gehört. Und wie kann man sich das erklären, dass so viele Ärzte das mitmachen? Ich meine, das ist ja ein Riesenvolk, die Ärzte in Österreich. Wie geht das? Das ist eine gute Frage. Also warum machen so viele Ärzte mit? Ich habe die Beobachtung gemacht, dass bereits Ärzte, die jetzt schon kritisch ihrer eigenen Zunft gegenüberstehen, also die sich ein bisschen von der Schulmedizin abkehren, die versuchen, komplementär und alternativmedizinisch unterwegs zu sein, von diesen Ärzten bekomme ich interessanterweise den höchsten Zulauf in meiner Kritik. Das ist sehr interessant zu beobachten. Die wagen sich raus, die wagen auch zu kritisieren.
sind natürlich auch in Institutionen eingebunden. Da muss man sehr vorsichtig sein. Ja, wir haben natürlich viele, die selbstständig sind, die durchaus auch kritisch unterwegs sind und das auch äußern. Dann gibt es viele, die Institutionen sind und da muss man vorsichtig sein. Also in Institutionen würde ich heute, wenn ich nicht wirklich abgesichert bin, nicht wagen, meinen Mund aufzumachen, weil die Restriktionen und Konsequenzen beruflicher Natur sind mit Sicherheit zu befürchten. Also das heißt, hier gibt es auf jeden Fall mal schon mal eine ganz klare ökonomische Seite. Ärzte müssen aufpassen, in diesen Zeiten etwas zu sagen. Aber das wäre jetzt viel zu einfach. Ich habe es zu Beginn gesagt, die Schulmedizin ist eine vereinfachte Medizin. Sie spaltet Körper von Geist ab. Das heißt, sie ist unglaublich mechanistisch unterwegs, sieht den Mensch wie eine Maschine, sowohl in Diagnostik, man sieht das an den ganzen Tests, an den ganzen Instrumentarien, die dauernd sozusagen am Menschen zur Diagnostik verwendet werden, aber auch natürlich die Behandlungen sind sehr instrumentell ausgerichtet. Denken Sie an Operationen, denken Sie an Medikationen, an Medikamente und an andere Interventionen, die sehr stofflich, technisch, maschinell ausgerichtet sind. Also die Ärzte, die hier sozusagen ihr Berufsfeld sehen und hier auch nichts anderes gelernt haben, das muss man auch sagen, unser Studium ist ein Studium, das zu mindestens 95% den Stoff, die Biologie, das Physische in den Vordergrund setzt und zu einem nur ganz kleinen Teil das Nicht-Körperliche, das Nicht-Stoffliche, das Psychische, das Beziehungsmäßige betrifft. Ein Medizinstudium, das so unterwegs ist, braucht sich dann auch nicht wundern, dass die rauskommen aus dem Medizinstudium hoffnungslos verloren sind, wenn es darum geht, von professioneller Seite her Psyche und Soziales in die Medizin hineinzunehmen. Also ich mache meinen Kollegen da gar nicht so viele Vorwürfe, weil sie es, wie gesagt, nie gelernt haben. Ich mache den Verantwortlichen der Politik Vorwürfe und denen, die verantwortlich sind, das Medizinstudium zu organisieren. Den mache ich den Vorwurf, die sollten es besser wissen, die sollten sich eigentlich gebildet haben, wie man Medizin der Zukunft gestaltet und nicht so, wie es bis dato passiert ist. Was erkläre ich kleinen Kindern? Wie erkläre ich ihnen die Welt jetzt, wie sie jetzt stattfindet? Also ich hatte es schon gesagt, Kinder dürften überfordert sein. Ich habe das auch schon an anderer Stelle gesagt, ich gehe davon aus, dass sicher gebundene Kinder, Kinder, die gesund in gesunden Beziehungen, in gesunden Familien sich befinden, um die mache ich mir nicht so viel Sorgen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass die das große Privileg haben, in einer biopsychosozialen Gesundheit aufzuwachsen. Und wenn dann so etwas passiert wie Covid-19-Krise, Und die Eltern jetzt auch nicht unbedingt schwerst verängstigt sind, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dann wird das jetzt ohne große Folgen von sich gehen. Und auch die anderen Restriktionen, die von außen kommen, sind alle irgendwie abzupuffern. Ich gehe davon aus, dass Stress, dass da Resilienz existiert und dass Stressoren und Belastungen abgepuffert werden durch Familiensysteme, durch einen ruhigen, resilienten und entspannten Zugang zu dieser Thematik. Das ist das Best Case. Worst Case sind Kinder, die in unsicheren Bindungen existieren, die schon vorab, vor der Corona-Krise, eine Art psychische Vorerkrankung haben, denen es nicht gut geht, die belastet sind, weil die Eltern belastet sind, weil die Eltern den Kindern da nicht mehr vermitteln können. Und wenn die jetzt in diese Belastung hineinkommen, wie Schulschließungen, wie Quarantänesituationen, enge Räume, Existenzprobleme, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bei denen vermute ich, geht es richtig ab. Und da natürlich sollte man als Eltern... Das ist ein bisschen schwierig, weil ich sage jetzt Eltern etwas, die das vielleicht selber gar nicht können, nämlich empathisch sein, den Kindern nicht zu streng gegenübertreten, wenn sie ein bisschen aggressiver und reizbarer sind wie normal, wenn sie mehr über körperliche Beschwerden, Klagen, Somatisierungsstörungen haben, verängstigt sind oder stiller sind. Da kann man das gut erkennen, wenn Kinder mit Belastungen nicht richtig umgehen können und sie eben
eben auf diese Art verarbeiten. Wenn das der Fall ist, dann kann man das ansprechen, dann sollte man möglichst nicht kritisch sein, nicht noch weiter belastend sein als Eltern, sondern versuchen sozusagen zu beruhigen, die Kinder aussprechen lassen und durchaus auch mal fragen, wie sie mit dieser Covid-19-Krise, was sie da Gutes finden von den anderen Maßnahmen, aber auch was sie schlecht finden an den Maßnahmen, sodass sie sich öffnen können und möglichst ohne Sorgen zu haben, dass sie sozusagen bestraft werden können oder irgendwas Blödes sagen, dass sie sich einfach äußern können. Und ich denke, das Äußern ist in diesen Zeiten von fundamentaler Bedeutung. Jede Form von Äußern, das freie Äußern ist ganz, ganz wichtig, wenn es um Reduktion von Verminderung von Belastungsfaktoren geht. Angst, Schuld, Aggressionen und so weiter und so fort. Also das Äußern, das sich verdeutlichen ist von ganz großer Wichtigkeit. Und bei Kindern ist das sehr wichtig und auch natürlich bei Jugendlichen ist dasselbe. Ja, also wir beobachten in der Literatur derzeit durchaus auch vermehrt Suchtmittelkonsum bei Jugendlichen in diesen Zeiten. Also man kann es durchaus auch an bereits nehmen die Angst- und Depressionserkrankungen zu in frühen Lebensjahren, aber natürlich auch bei Erwachsenen und Älteren. Und auch hier wird es sehr, sehr wichtig sein, in Diskussion zu bleiben. Das ist leider oft nicht der Fall, schon allein weil die Medien sehr stark spalten. Durch diese klare Richtung der Angst- und Panikmache, der sehr vereinfachten und sehr in eine Richtung gehenden Informationen, wird es denen schwer gemacht, die eine andere Haltung zur ganzen Thematik haben, die als Verschwörungstheoretiker verunglimpft werden, als Sektenanhänger, als ich weiß nicht was, psychiatrisch auffällig. Man sieht das in den Medien, wie sie mit Wendler umgegangen sind. Der hat nichts anderes gemacht und gesagt, ich zweifle an dem, was hier passiert. Und der wurde in den Medien als psychiatrischer Fall abgestempelt, mehr oder weniger. Also man sieht, was da passiert. Das heißt, das ist Spaltung, die Medien massiv betreiben und daraus auch einen Jux sich machen. Und ich muss ehrlich sagen, in meiner Medizinwelt, wenn sich die Medizin verändert, wenn sie wirklich zur Ganzheitsmedizin werden würde, dann würden Menschen, die unter Panik und Angstmache leiden, das wäre für mich Körperverletzung. Also was Regierende tun, was Medien tun, dass sie zum Teil auch da noch draufhauen und sozusagen diese Spaltung vorantreiben und da auch noch Verkaufszahlen generieren wollen, mit dem Leid von Menschen, sowohl auf der einen Seite mit den Verängstigten, den Covid-19-Verängstigten, aber auch den anderen, die Angst haben vor dem Staat. Wir haben zwei Gruppen mindestens. Ja? Wir haben zwei große Gruppen. Die eine, die Angst haben vor dem Staat und die andere, die Angst haben vor Covid. Und wenn ich da sozusagen ein Kleingeld oder Großgeld daraus machen möchte als Medien, dann ist das für mich eine seelische Verletzung und als Psychoneurologe ist es für mich eben auch Körperverletzung, die da stattfindet. Und das ist, das finde ich nicht in Ordnung. Das müsste eigentlich sanktioniert werden und wird es eben in unserer Gesellschaft nicht, weil unsere Gesellschaft eine maschinenparadigmatische Gesellschaft ist, eine von einer Maschinenmedizin dirigiert wird, die den Körper und die Seele abspaltet oder Körper und Geist abspaltet und dann können die eben ihr Unwesen treiben, weil auf der Psyche herumhauen, das macht ja nichts, das hat ja keine großen Folgen und ist ja nicht so wichtig. Dabei ist es aber das Wichtigste in unserer Medizin, das Soziale und das Psychische. Wichtiger ist das Biologische, es ist mächtiger, es ist komplexer. Kultur macht krank und nicht die Gene. Ja, Schuldgefühle sind auch, glaube ich, so ein riesiges Thema. Riesiges Thema. Könnten es vielleicht auch noch, also ja, genau. Es ist zum Beispiel etwas, was ich wahnsinnig bemerke, dass man sehr schnell von Anbeginn an Schuldgefühle bekommen hat. Richtig. Dass man jemanden ansteckt, dass man jemanden gefährdet. Okay, genau, vielleicht können wir genau. Das ist ja grauenhaft. Ja, einfach. Kann man gerne auch sagen. Also das, was da sozusagen passiert, das dürfte alle Altersgruppen betreffen. Ich meine, Kinder sind da natürlich besonders hilflos, wenn sie mit schlechtem Gewissen und mit Schuld konfrontiert werden. Also wenn Eltern sagen, du musst jetzt deine Maske sauber anziehen, weil du die Großeltern gefährdest und die könnten dann sterben, wenn du sie infizierst. Das ist das Allerletzte, was man tut. Ja, also das geht nicht. Und das sieht man auch
auch den Irrsinn dieser ganzen Maßnahmen, dass man wirklich, ich kann mir gut vorstellen, dass es Eltern gibt, die so etwas tun. Und das geht nicht. Die Kinder werden es nie mehr loswerden. Die werden unter ihrer Maske Angst haben, die werden klaustrophob vielleicht auch sein. Nicht jeder verträgt die Masken. Kinder, die laut sind, die schreien, die laufen. Ich habe Kinder gesehen, die mit Masken laufen. Also wie kann man Kindern so etwas zumuten, dass sie rennen und ihre Atmung nicht mehr richtig stattfinden kann? Die sind nun mal mit einer Nase und einem Mund geboren, ja, die zum Atmen. Und wenn sie sich bewegen, wenn sie aktiv sind, dann brauchen sie Luft, da brauchen sie die Möglichkeit, aber auch Kohlendioxid auszuatmen. Und wenn man das behindert, den Atemwiderstand erhöht, das ist eine medizinische Dummheit, die hier stattfindet. Zum Schutz von wem? Selbst das ist nicht wirklich geklärt. Eine Maschinenmedizin hat viele Fragen nicht beantwortet, zum Beispiel wie die Kinder zu beurteilen sind im Zusammenhang mit Infektionen. Es werden hier, wie in vielen anderen Fällen der Biomedizin oder Schulmedizin, inkonsistente Resultate veröffentlicht. Einmal lesen wir, dass Kinder infektiös sind, ein anderes Mal lesen wir genau das Gegenteil. Bis zum 10. oder 13. Lebensjahr braucht man sich da keine Gedanken machen, wenn das wirklich stimmt. Ja, und wenn wir wirklich irgendwann mal drauf kommen, dass die Kinder nicht infektiös sind, was Corona betrifft, dann muss ich sagen, ist das ein Wahnsinn, was da passiert ist in den letzten Monaten, dass man Kinder wirklich die Schutzmasken befohlen hat, sie aufzuziehen und sie in entsprechende psychische Probleme auch manövriert, nicht nur physiologische, sondern auch psychische Probleme manövriert hat. Also wie gesagt, Klaustrophobie, Angst, die Maske abzusetzen, weil man jemanden infizieren könnte, zum Beispiel die Eltern und die Großeltern, und damit natürlich Schuld und schlechtes Gewissen den Weg ebnet. Also das heißt, da läuft so viel hinter den Kleinen, in der Psyche der Kleinen ab, von dem wir heute noch gar nichts wissen und das alles noch in Zukunft hochkommen wird. Und ähnlich geht es aber natürlich auch jungen Erwachsenen. Also ich frage mich die ganze Zeit, was ist denn mit den Jungen los? Warum haben denn die so viel Angst? Ja, und wenn man mit denen in Beziehung geht und sie fragt, dann kommt häufig auch, ich habe Angst, andere anzustecken und meine Eltern anzustecken. Ja, also das heißt, diese Angst und dieses schlechte Gewissen, die Schuld, die da sozusagen über dem Ganzen schwebt, man könnte jemandem etwas Schlechtes antun und ihn sogar umbringen. Und das wird ja ebenfalls von Regierenden Medizin, Regierenden und Medien entsprechend befeuert, diese Sichtweise. Also wir haben es hier wirklich mit einer sehr komplexen Geschichte zu tun und lesen darüber aber unglaublich wenig. Also über die psychischen Kollateralschäden, über diese Folgen, über das, was ich gerade jetzt berichtet habe, wird interessanterweise wahnsinnig wenig berichtet. Und da kann man sich die Frage stellen, warum? Entweder weil die Medizin so ist, wie sie ist. Das Psychische ist nicht so wichtig in der Medizin, deswegen reden wir auch gar nicht drüber. Das wäre eine Variante. Die andere Variante ist, dass die Regierenden und Verantwortlichen durchaus wissen, wie gefährlich das Ganze ist und dass das wirklich zu ganz schweren Folgen führen kann. Aber wir reden lieber jetzt nicht darüber, weil sonst würden wir die Bevölkerung wahrscheinlich erst recht auf die Straße bringen, dass sie protestieren, was mit ihnen passiert. Die Ganzheitsmediziner, die haben sich eigentlich abgewendet von einem rein schulmedizinischen Denken und Handeln. Und die haben sich einer erweiterten Medizin zugewandt, indem sie Homöopathie machen, indem sie TCM, also traditionell chinesische Medizin machen, indem sie Osteopathie machen und so weiter und so fort. Und das sind alles biopsychosoziale Zugänge. Das ist eine erweiterte Medizin. Und die sehen das alles ganz anders. Die sehen das gelassener, die können das viel besser einordnen und können hier angstreduzierter unterwegs sein. Psychotherapeuten haben keine Medizin gelernt. Das heißt, die können zwar auf der einen Seite diese ganzen Folgen sehen, aber sie haben Angst. Und ich vermute, viele Psychologen und Psychotherapeuten haben Angst, schlicht und ergreifend, und um ihr eigenes Leben und das Leben der anderen und glauben da der Schulmedizin zu leicht, ja, dass das, was die sagen, richtig ist, können aber diesen medizinischen erweiterten Aspekt nicht wagen sozusagen und bleiben damit eigentlich dort, wo alle anderen auch sind, nämlich in einem Unwissen in der Medizin, und denen kann man vieles vorgaukeln. Auf welche Daten kann man sich überhaupt noch verlassen? Im Moment, wo die Zahlen hochgingen und wo von Shut und Lockdown die Rede war, da war ich noch, ich kann mich erinnern, noch etwas beunruhigt. Da habe ich noch meiner Frau gesagt, falls nicht Ski ins Kühlteil, weil sie ging noch mit ihrer, weil sie ahnte, es kommt zum Lockdown, es kommt im Februar sozusagen, dass man nicht mehr Ski fahren kann, ist ja noch mit unserer Tochter losgezogen.
ins Kühltal in Tirol und habe noch einen schönen Tag erlebt, wohlwissend, dass das alles die nächsten Monate nicht mehr geht. Und ich habe noch in dem Moment ihr gesagt, muss das jetzt sein, musst du ins Skifahren gehen, wo die Gefahr ja auch offensichtlich da ist, dass man sich da leichter infiziert, Ischgl war Thema und so weiter und so fort. Oder Ischgl war vielleicht noch nicht Thema, aber es war auf jeden Fall schon so ein bisschen Vorsicht, ja, beim Skifahren, da sind die Leute zusammen und da magst du dich auch leichter infizieren. Und da kann ich mich erinnern, da habe ich noch ein bisschen Sorge gehabt. Nicht schlimm, also nicht so, dass ich das Gefühl gehabt habe, unbedingt, ihr müsst daheim bleiben, aber ich war noch etwas skeptisch. Dann hat sich das ganz, ganz schnell verändert. Dann habe ich diese Zahlen gesehen und habe gesehen, wie die Zahlen hochaddiert werden, ohne Relation zu Dunkelziffern möglichen, ohne Relation zu Infizierten, wurden einfach Todeszahlen hochaddiert. Und da habe ich das erste Mal so Gefühl gehabt, hier ist Unverhältnismäßigkeit im Spiel. Das heißt, Nenner und Zähler, so wie das normalerweise als Wissenschaftler sehr genau immer versuchen, in Relation zu bringen, war plötzlich überhaupt nicht mehr wissenschaftlich und dann wieder komisch. Wer ist das eigentlich, der diese Zahlen bestimmt? Dann höre ich von dem Robert-Koch-Institut, dann denke ich mir nun, die müssen es doch eigentlich wissen und tun es nicht. Und da war für mich das erste Mal das Gefühl, da ist irgendwas schief, da läuft irgendwas falsch. Und dann waren andere Aspekte der Unverhältnismäßigkeit natürlich auch da, Quarantänemaßnahmen, Lockdown, Shutdown, mit dem Hammer drüber gehen. Und ich sah dann Schweden, die anders reagieren und habe gemerkt und habe gesehen, dass die Zahlen dort in keiner Form so hoch gehen, wie uns gedroht wurde in Österreich oder Deutschland oder in anderen Ländern. Also auch hier die Unverhältnismäßigkeit unserer Maßnahmen im Vergleich zu offensichtlich anderen Möglichkeiten, dass man Menschen würdevoller behandelt, dass man sie eigenverantwortlicher mit dieser Thematik umgeht, lässt, dass man die Restriktionen eben nicht so brutal durchführt, wie das bei uns passiert ist. Und es sind marginal mehr Menschen verstorben in Schweden. Und das wissen wir heute auch, dass das Fehler waren im alten System, ökonomisiert und privatisierte Altenheime, die nicht gut ausgestattet waren, wo die Leute nicht ausgebildet genug waren, aufgrund von Sparmaßnahmen mit den Alten gesund und schützend umzugehen. Und deswegen sind dort sehr viele traurigerweise verstorben, die Zahlen in Schweden hochstellen ließen. Aber in keiner Form so, wie uns immer wieder gesagt wird, wenn wir diese ganzen Shut- und Lockdown nicht hätten, dann würden wir alle schwerst auf der Intensivstation landen und die Kurve nicht flatten, sondern sie fürchterlich strapazieren. Also das ist alles nicht passiert. Ja. Also diese Angst- und Panikmache war für meine Begriffe völlig überzogen. Und ja, und so reihte sich ein Unverhältnismäßigkeitsaspekt nach dem anderen und dann wurde ich skeptisch. Und ich dachte, irgendwas anderes ist im Busch. Und dann habe ich auch schnell die Medizin kritisiert und gemerkt irgendwie, naja, das ist ja genau das, womit ich mich 25 Jahre lang auseinandersetze, nämlich mit einer kritischen Haltung der Medizin gegenüber, das wissenschaftlich zu argumentieren, warum ich die derzeitige Bio- und Schulmedizin für eine Katastrophe zum Teil halte. Also die mag im akutmedizinischen Bereich sehr erfolgreich sein, aber im chronischen Bereich ist die derzeitige Schulmedizin desaströs. Desaströs. Verkaufte Medizin, die mit für meine Begriffe, und wir wissen es aus der Psychoneurologie, wie wichtig psychische und soziale Faktoren sind, wenn es um chronische Krankheiten geht, in der Entstehung, in der Aufrechterhaltung und in der Behandlung. Und diese Schulmedizin arbeitet nur mit Medikamenten, arbeitet nur mit stofflichen Interventionen, die letzten Endes marginal nur helfen, in vielen Fällen sogar chronifizieren, anstelle zu heilen. Also das heißt, wir haben es hier mit einem großen Problem zu tun und das habe ich eben schon am Anfang dieser Covid-Krise gemerkt. Da ist irgendwas, etwas bestätigt mich in meiner Grundhaltung der Medizin gegenüber und das hat sich eigentlich auch nicht aufgehört. Wie kommen wir gut weiter durch diesen Winter jetzt? Also ich würde sagen, ich halte diese Restriktionen, die da stattfinden von Regierungsebene, für ein unglaublich mächtiges Mittel. Das heißt, wir dürfen nicht meinen, dass das jetzt so einfach ist, uns diesem zu entziehen. Also ich glaube, viele, viele Menschen werden unter dieser Dominanz, dieser Machtdemonstration sehr leiden und werden nur sehr wenige Möglichkeiten haben, sich diesem zu entziehen, weil es einfach ein unglaublich komplexer, mächtiger Aspekt ist, der das Leben erdrückt. Ja, also den Eindruck habe ich schon sehr stark. Also hier Maßnahmen zu finden, wie man sich dem entzieht, kritisch zu sehen, ja, das glaube ich kaum. Man kann sich in die Familie zurückziehen, wenn sie denn ein sicherer Ort ist, wenn dort Bedeutung und Sinn und Zusammenhalt wirklich gegeben ist, dann ist das sicher ein sehr, sehr guter Ort, um sich aufzutanken, um Resilienzen und Ressourcen zu haben.
Dann gibt es natürlich Interventionen, die man in dieser Zeit durchführen kann, am eigenen Leib, Meditation, Achtsamkeitstraining, von denen wir wissen, dass auch das Immunsystem gestärkt wird. Also wir durchaus auch etwas tun können, um uns fitter zu machen, sollten wir mit einer Corona-Infektion konfrontiert werden. Wir können uns gut ernähren, wir können uns bewegen, entsprechend so gut es geht. Also es gibt durchaus einige Mittel, wie wir uns unser Immunsystem steigern können und stärken können in dieser Zeit. Aber trotz alledem, ich halte diese Macht der gesellschaftlichen, der Regierenden, der Staatsmacht für sehr, sehr stark. Und wir werden uns alle miteinander kaum dem entziehen können. Es wird uns alle verfolgen und in unseren Gedanken und Gefühlen betreffen die nächsten Monate. Und man kann nur hoffen, dass wir so heil wie möglich aus diesem Ganzen herauskommen. Wir werden uns unbedingt, davon bin ich überzeugt, anderen Medien zuwenden müssen in Zukunft. Die Mainstream-Medien sind sehr dirigiert von dem, was der Staat macht, von dem, was die Covid-Angst, die Ängstlichen und die Verängstigten dirigiert. Das heißt, Alternativmedien aussuchen, die haben andere Informationen zu bieten, alternative Bücher zu lesen über dieses ganze Phänomen. Da gibt es ja auch schon einige, die herausgekommen sind. Das heißt, sich möglichst diversifiziert informieren. Nicht nur einseitig. Angst kann reduziert werden durch Informationen, wenn sie nicht die gleiche Schiene betreffen und Angst- und Panikmache betreffen, sondern wenn es darum geht, das Ganze sozusagen ein bisschen aufzulockern und auch andere Meinungen geltend zu machen. Es gibt so viele Virologen, Mikrobiologen, Epidemiologen, also auch Schulmediziner, die längst aufgestanden sind und eine andere Seite in der Covid-19-Krise sehen, die sagen, es ist bei weitem nicht so gefährlich, wie alle tun, die einen ganz anderen Blick auf die Geschichte werfen. Und das wäre ein Mittel, um uns zumindest hier auch Angst zu vermindern und uns ein bisschen entstresster durch diese Zeit zu begleiten.